Schalten Sie das Gerät nicht aus, solange der Speicher oder... Bandai Namco! Schon wieder ein Spiel von denen. Namco. Okay. Sind fiktiv. Ja, das denke ich mir. Ich sag erstmal Hallihallo. Ich bin schon wieder viel zu leise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich brauche dringend ein neues Mikrofon. Ich muss das in der Post-Production alles wieder lauter machen. Das Mikrofon, das nimmt einfach auf, wie es gerade Bock hat. Okay, das Spiel ist scheinbar schon 6 Jahre alt. Ace Combat Assault Horizon. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, worum es sich hier handelt. Im Moment haben wir ja auch Star Wars im Angebot, ne? Das werde ich mir nicht holen. Also im Humble Band ist im Moment Star Wars im Angebot. Das sind zwar, ich glaube irgendwie 10 bis 15 oder so übertreibe ich da gerade. Aber 10 Titel auf jeden Fall von Star Wars. Science Fiction und Star Wars an sich haben mich grundsätzlich nie gepackt. Es gibt ja auch hier Star Wars The Old Republic und all sowas hier als MMO und all so ein Kram. Sagen wir mal nicht Scheiß, weil vielen Leuten gefällt das. Ich kenne sogar welche. Machen wir mal Kampagne. Anfänger, ich habe da keine Ahnung von. Aber ich bin echt nicht so der Star Warser. Ich finde die Geschichten cool, aber ich finde viele Filme cool und muss kein Spiel davon spielen. Weißt du, wie ich meine? Es catcht mich nicht so. Viele Male. Magic on Warworld 1. Feinde befinden sich auf direktem Kurs nach Nette Grafik. Fangt sie ab und zerstört. Das ist mir so weit von der Realität weg. Ja, okay. Rollenspiele, Mittelaltergekröse sind es auch. Ich nie vergessen. Okay. Ist auch weit von der Realität weg, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich weiß es nicht, warum ich da so unterscheide im Kopf. Ja, also die Grafik ist ja echt gut. Aber wie gesagt, da dürft ihr euch bei mir nicht drauf verlassen, da ich selten Spiele mit guter Grafik spiele. Drücken Sie L und B, um den Dot-Fight-Modus zu aktivieren. Okay. Der gehört mir. Okay. Oh, 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 oh. Oh. Ich sehe wenig, muss ich gestehen. Uiuiuiui. Okay, das ist ein Bösi, ne? Haben wir ihn. Ich will doch hochziehen. Wie mache ich das? Ach, invertierte Achsen. Aber die Kiste reagiert etwas träge. Ich mache einen Flugcheck. Gib mir Deckung. Drehen. Ich habe ihn. Check. Magic, hier ist Shooter One. Invertierte Achsen. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Dein Flugzeug hat einen großen Entwurf. Magic, Roger. Feind im Schussweite. Ziel getroffen. Der Fleck, ich werde dich los! Beschleunigen! Jetzt sind wir dran! Oh, ihr sitzt dann am Land! Wörter! Wow, cool! Also cool ist das! Check! Drehen! Also nett gemacht ist es. Es klingt wie Furzen hier, diese Minikanone da an Bord. So, aber wo ist denn das Ziel? Da hinten wird rumgeschlachtelt. Wobei Ali heißt ja alliiert, also mit uns verbunden, verbündet, oder? Nett. Also wie gesagt, für Flugzeugfans ist das sicher toll. Ich habe ja jetzt kennengelernt... Oh, das war aber knapp. Es gibt sogar Furries, die sich als Flugzeuge rumversonen. Fand ich sehr lustig. Für solche Menschen ist das hier was. So Leute, die sich so mit Flugzeugen verbunden fühlen.
bin da eher, ja, wie gesagt, ne? Wie bei Star Wars. Ich kann es cool finden, aber ich muss es nicht spielen, weil es nicht so meins ist. Mist, durchgeflogen. Versuchen wir mal abzubremsen. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Oh, nett. Zieh Suchraketen. Dass man mir das nicht vorher sagt. Aha, da kann ich noch so ein bisschen so lenken. Oh. Und da? Hm. Okay, überhitzt. Die Lenkung ist anstrengend, habe ich das schon mal erwähnt? Ich sag dann auch immer nichts, wenn ich mich so konzentriere. Wo ist er denn? Meine Güte! Okay, es sind keine Zielsuchraketen. Was kreist der denn hier so rum? Ich treffe den doch nicht, wenn der um mich rumkreist. Nö, wisst ihr was, da habe ich jetzt keine Geduld mehr für. Ich sag ciao. Zumindest was das Spiel hier angeht. Zurück zum Hauptmenü, sonst drehe ich heute gleich durch. Da habe ich absolut keine Geduld für. Aber ihr dürft euch das gerne holen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auf Flugzeuge steht. Ich mache zwar keine Werbung, weil ich keine Kohle kriege, aber ich sage, wie mir Spiele gefallen. So, es Ace Combat heißt das Ding. Ace Combat. Hui. Ich schreibe mir mal auf, in welcher Reihenfolge wir was spielen, damit ich es hinterher besser schneiden kann. Beziehungsweise besser rumwuseln. So, lokale Daten tue ich weg. Ja, als was tue ich das? Wo tue ich das rein? Kategorie? Ich würde sagen Action. Wobei, nee, das ist schon eher Simulation, ne? Was haben wir hier denn noch? Dick Dark. Machen wir mal klein, ein bisschen Arcade. So, wo haben wir denn? Und schwupp sind wir drin in der Aufnahme. Dieses Spiel unterstützt automatische Speicherfunktion. Bitte beenden, bla 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 bla. Ja, Enter. Dick Dark. Ist wohl ein sehr altes Spiel, wie man hier sieht. Spiel starten. Spiel starten. Ah. Wo sind wir? Oder wie lenke ich? Spiel starten, Optionen. Das klingt fast so ein bisschen wie bei Super Mario, ne? Und was muss ich tun? Soll ich die treffen oder? Oh nee, die sind böse. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Ich kenne das Spiel doch nicht. Upsala, ich glaube, jetzt habe ich die Aufnahme abgeschossen, oder? Nee. Und Spiel zurückkehren. Wo muss ich denn hin?
Oh, oh, wir sind genauso schnell. Ich verstehe das Spiel nicht, von daher wupp, beende ich das mal direkt wieder. Ich verstehe es nicht. Wollen wir doch mal Gallagher spielen? Das weiß ich, das kenne ich, ist auch sehr alt. Schwupp ist von Bandai Namco. Enter. Gallagher kenne ich nur, weil ich das bei Pixels gesehen habe. So ein Film, wo man halt, wo dann Aliens angegriffen haben mit alten Videospielen, wie halt Pac-Man und Centipede und Gallagher und Pong und Donkey Kong und sowas. So, bei Gallagher, das ist wie so ein Space Invader, soweit ich mich erinnere. Zumindest wie es im Film war. Spiel starten. Player One. Ah, genau. Und die sind dann auch immer irgendwelchen Mustern gefolgt. Das sind ja dann immer die gleichen Level quasi gewesen, was die so machen. Und das fand ich halt so lustig, wie das erklärt wurde. Upsala. Es wurde halt so erklärt, dass man früher einfach nur die Muster auswendig lernen musste in den Spielen, um Navarin wirklich Champion zu werden. Und heute reicht es nicht einfach nur die Muster auswendig zu lernen. Menno. Heute musst du halt einfach spielen und nicht verlieren wollen in heutigen Spielen. Da kannst du halt, das sind keine Muster mehr. Das ist alles nur noch Zufallsprinzip und so. Das war es früher halt nicht. Die früheren Spiele, eben auch diese Arcade-Dinger, die waren halt immer alle Mathematik. Ja, das ist wie ein Space Invader. Game over. Ich glaube, ich bin relativ schlecht. Highscore 20.000. Oh Mann. Number of Hits. Okay, wir haben also mindestens, ja, da steht es ja auch drunter, in welcher Rate. Aber es ist lustig, mit welcher Grafik und so man sich früher, wie soll ich sagen, zufrieden gegeben hat, ne? Damit hat man sich halt früher tatsächlich zufrieden gegeben. Das war cool eine Zeit lang. Und das war dann auch meistens ja so ein Automatenspiel. Also man ging dazu tatsächlich wohin. Hui, meine Güte. Diesmal nicht gestorben. Naja. Aber ja, man merkt, die machen immer dasselbe. Man weiß jetzt ungefähr schon, was sie anfangs tun wollen. Nur wie gesagt, dass man früher zum Zocken in so eine Automatenbude musste, Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss doch teuer gewesen sein. Oder nicht? Upsi. Ah, die kommen dann von oben einfach wieder runter. Boah, meine Güte, war das schwer zu treffen. Ein Bonusleben, ui. Ja. Okay. Meine Güte, was wuselt ihr so schnell rum? Pff. Oh, das war mal gar nicht so schlecht. Number of Hits 20. Bonus 2000. Stage 4. Upsala, jetzt habe ich oben hingeguckt und nicht unten. Der ist auch nicht gut. Man muss schon ein bisschen in Bewegung bleiben. Weil die ja auch manchmal ballern, die Scheißviecher.
Und manchmal kommen sie auch runter kuscheln. Das ist dann auch nicht so gut. Was war das denn da? Hui. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Oh. Mist. Wie Game Over. Was zum Teufel? Guck mal, wir haben so nah. Aber nett. Ich drück mal eben kurz auf Ende. Ich würde als nächstes... Ich hab hier noch was. Und zwar... Warte. Wupps, sind wir wieder drin. Wieder von Bandai Namco und von anderen Kram. Pac-Man 256. Press Space. Ich drücke einfach mal Accept. Ihr glaubt doch nicht, dass ich das lese. Play. Okay, das ist quasi so eine Art 3D-Pac-Man. Waka, 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 waka. Wobei waka ja einfach nur mampfen bedeutet. Übrigens sind die Geister immer langsamer. Oh Gott, was ist das denn von da unten? Hilfe! Alter Schwede, ich glaube, das ist böse, oder? So, jetzt könnten wir... Power Pallet! Für 10 Sekunden konnte man die Geister damals fangen. Die waren dann auf einmal langsamer. Was sind das für lila Geister? Und warum kommt da unten so ein Störding hoch? Guck mal, ein Geist pennt. Oh, 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 oh. Ja, wie gesagt, Pac-Man war immer ein Ticken schneller als die Geister. Das ist sehr gut. Genau, und die Augen gingen dann immer zurück zum Startpunkt, wo die Geister sich wiederbeleben konnten. Oh nein, 9999, das war aber knapp. Game over? Was, wir haben nur ein Leben? Next laser. Complete unlocked laser. Shoots a laser that toasts ghosts. Next freeze. Okay, wie mache ich das? Power-Ups. Powering up Pac-Man ist fun. Ich hatte auf dem Gamecube auch mal so ein Pac-Man-World-Spiel, wo man Pac-Man in einer Welt lenkte. So in 3D. Wo er Arme und Beine hatte und wo man dann rumhüpfen konnte und die Pillen einsammeln konnte, die runden Dinger in der Welt. Und die Geister waren da Charaktere, NPCs und all so ein Kram. Ja, das weiß ich noch. Das ist nämlich schon lange her. Pac-Man-World. Waka, 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 waka. Oh, oh, es beginnt schon. Das Störding kommt. Ah, und da wird auch gezählt, wie viel in a row man schafft. Best Pack Chain. Ja, also das Paco 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 heißt eigentlich so viel wie Mampfen im Japanischen. Daher kommt das. Aber man hat halt Pac-Man statt Paco Paco Man oder so gemacht, weil man gedacht hatte, dass Paco Paco halt wie Faku Faku klingt. Und man unterstellt den westlichen Menschen doch gerne nur an Sex zu denken und ein bisschen zu dumm zu sein, um die asiatischen Anspielungen zu verstehen. Daher, naja.
Ja. Wick, 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 wick. Ich schreibe mal eben kurz auf. Gallagher Pac-Man 256. Warum? 256 Farben oder was? Oder, keine Ahnung. Aber auch die Geräusche sind noch von früher. Nur, dass es halt jetzt 3D ist. Sind diese Sachen hier unten eigentlich tödlich? Warum war der Geist eben schneller? Oh, oh, oh! Hä? Warum ist der schneller gewesen auf einmal? Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe noch nicht alles hier von Pac-Man 256. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja mal versuchen, eine möglichst lange Pac-Chain zu machen. Aber das ist manchmal nicht immer möglich. Minnow! Warum kennen Geister manchmal? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht das Klassische. 243 more für die Pac-Bomb. Pac-Bomb, Pac-Bomb, you're my Pac-Bomb. Ach ja, wer versteht die Anspielung? So. Aber nach oben hin gibt es ja ganz offensichtlich keine Grenzen. Also könnte ich doch einfach mal versuchen, eine möglichst lange Pac-Chain zu machen. Nein! Oh, 80. War aber schon mal nicht schlecht. Üff. Nice one. So. Manchmal sind die schnell, ne? Für einen kurzen Moment. Woher kommt das? Best Score. Yay. Okay. Dieses Geräusch, ne? Boah, ich kriege hier gleich einen Rappel. Dieses Geräusch. Das war mal eine. Liebe Geister, ihr müsstet mich schon irgendwie durchlassen, ne? Also irgendwo muss ich durchkommen. Nice. Complete to unlock a bomb. Ach ja, es ist ja ganz niedlich. Aber es ist halt auch nur ein Pausenfüller-Game. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich glaube, ich würde die Folge hier sogar beenden. Das ist eine normalerweise. Wir haben gerade eine normale Folgenlänge erreicht und wir können es auch einfach mal dabei belassen und nicht, es ist nicht ewig lang wie sonst. Fangen wir noch ein Spiel an und dann gefällt es mir wieder und es dauert wieder eine Stunde, bis die Folge vorbei ist. Das muss ja nicht sein. Von daher würde ich heute sagen, heute waren wir ein bisschen retroiger unterwegs. Vielleicht hat euch das ja gefallen. Die Spiele, wie gesagt, gibt's alle auf Steam. Ich habe mittlerweile über 350 Spiele in meiner Bibliothek, von denen wir aber auch schon unendlich viele gespielt haben. Ja, mal sehen, was wir da noch so finden. Keine Angst, ein bisschen Mini-Let's Play wird es auf jeden Fall noch geben. Ich schätze ja mindestens bis zum Sommer können wir uns damit auf jeden Fall noch gütlich tun. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, bis die Tage, vielleicht schon bis morgen. Und bis dahin, tüdelö. Wupp.